Ich bin auf dem Weg zu einem Nest von Blattschneiderameisen. Das ist dann eins von fünf, wie ich bis jetzt gefunden habe. Und ich werde dort jetzt ein 100 Meter langes Transekt vom Zentrum des Nestes aus anlegen. Und entlang dieser Transekte sollen dann Spinnen gezählt werden. Es soll herausgefunden werden, welche von meinen Spinnenarten die Nähe von den Blattschneiderameisen bevorzugt. Heute Nacht hat es wieder seit vielen Tagen das erste Mal geregnet. Und es ist alles schön feucht und nass und glitschig. Das bedeutet, man muss aufpassen, wo man hintritt, um nicht hinzufliegen. Jetzt bin ich an dem Nest angelangt. Hier. Und dann werde ich gleich meine Arbeit beginnen. Das ist ein sehr großes Nest. Das hat ungefähr einen Durchmesser von vielleicht 6 Metern. Und das ist natürlich für meine Untersuchungen sehr gut geeignet, weil es viele große Löcher gibt, in denen sich die Spinnen verstecken können. Also wie man sieht, ist dieses Ameisennest hinter mir riesig. Es geht wahrscheinlich in den Boden noch so 5 bis 6 Meter rein. Überall sieht man hier ziemlich große Eingänge, teilweise bis 15 oder 20 cm im Durchmesser. Und nachts werde ich dann nach meinen Spinnen hier suchen und gucken, welche Arten hier bevorzugt vorkommen, welche aber eher entlang des Transektes weiter weg. Hier sind die Ameisen jetzt dabei, ihr Nest auszubauen. Die Blattschneiderameisen sind normalerweise nachtaktiv. Das heißt, sie schneiden die Blätter von den Bäumen oder von den Pflanzen nachts ab und transportieren sie zum Nest. Zumindest ist es bei großen Kolonien so. Und das ist auf jeden Fall eine ziemlich große Kolonie. Junge Kolonien arbeiten auch tagsüber. Da sieht man auch die Blattschneiderameisen auf ihren Straßen durch den Wald ziehen. So, gerade habe ich gesehen, dass ein Schmetterling da vorne an der Pflanze am Vogelkot, man möchte fast sagen, nascht. Er nimmt dann wohl Nährstoffe und Mineralsalze auf in dem Vogelkot. Mal schauen, ob ich es schaffe, da näher ranzukommen. Der ist aber ziemlich nervös und fliegt sofort auf. Also die Stelle, die Pflanze mit dem Pflanzenkot ist da, aber der Schmetterling nicht mehr. Schade, das wäre bestimmt ein schönes Foto geworden. Leider ist der Schmetterling nicht an den Kot gekommen. Der flog hier so in der Gegend rum die ganze Zeit. Und jetzt sitzt er da vorne auf dieser Palme. So, da ist der Kleine. Sieht aus wie ein Heliconius. Also ich liebe die Tropen. Wenn der eine Schmetterling nicht will, dann erscheint des Öfteren ein anderer. Jetzt ist das eine Art, die ich hier schon häufiger gesehen habe. Und diese Tierchen sitzen dann des Öfteren am Waldboden, bewegungslos mit zusammengeklappten Flügeln. Und man erkennt sie so eigentlich gar nicht, bis auf den Zeitpunkt, wo sie dann wegfliegen, weil man sie dann aufgeschreckt hat. Dann zeigen sie richtig schöne, knallig rote Hinterflügel. So, jetzt muss ich mich langsam und vorsichtig an den Schmetterling heranpirschen und in der Hoffnung, dass er dann
auch nicht wegfliegt. Und schon ist er weg. Ich bin jetzt eigentlich auf dem Heimweg, aber gerade ist mir ein Tinamo über den Weg gelaufen. Das ist ein ziemlich großer, hühnerartiger Bodenvogel. Er sieht eher aus wie eine Mischung aus dem Huhn und Truthahn. So, ich bin jetzt hier an einem Nest von Blattschneiderameisen angekommen, wo ich die Interaktionen zwischen Ctenusspinnen und eben diesen Blattschneiderameisen untersuchen werde. Und ich will hier ein Transekt von 100 Meter Länge anlegen. Das heißt, es ist eine mehr oder weniger gerade Linie von 100 Metern mit einer Schnur markiert, damit ich das immer wieder nutzen kann. Und das Witzige ist, dass jetzt hier eine Horde Brüllaffen über mir ist. Die machen sich an dem Baum über dem Blattschneiderameisennest gütlich, haben sie dort breit gemacht. Kaum haben sie mich bemerkt, haben sie angefangen rumzubrüllen, um ihr Territorium zu verteidigen. Und oft ist das auch so, dass solche Affen auf den Eindringling Kot runterschmeißen oder auch Stücke und was auch immer sie da oben finden und so dadurch versuchen zu vertreiben. Ich weiß nicht, ob das jetzt dann auch so klappt, wie ich mir das vorstelle, dass ich hier ungestört arbeiten kann. Ich werde versuchen, in die entgegengesetzte Richtung zu gehen mit meinem Transekt. Und so, dass sie mich dann in Ruhe lassen. Aber, tja, wer weiß, ob das so klappt. Ich liebe diesen Job. So, dann würde ich sagen, ich mache mich einfach mal an die Arbeit. Habe ich es mal mehr oder weniger hinter mir gelassen. Zumindest scheinen sie mich nicht zu verfolgen. Das ist schon mal ganz gut. Wäre auch ziemlich nervig geworden wahrscheinlich. Mal gucken, was auf diesem Stückchen Wald, also auf diesen 100 Metern noch so Interessantes passiert. Ob irgendwelche interessanten Tiere aufkreuzen, die man filmen könnte. Erstmal muss ich diese Steigung hier bewerkstelligen. Ah, sehr schön. Also hier habe ich jetzt gerade eine schöne Nähfila gefunden. Das Witzige daran ist, dass das Weibchen noch nicht adult ist. Das heißt, es wird sich noch einmal häuten, bevor es adult ist. Und das Männchen verpaart sich dann quasi kurz nach der Reifehäutung des Weibchens mit dem Weibchen. So geht es sicher, dass es von dem noch weichen Weibchen nicht gefressen werden kann und erhöht so seine Paarungschance überhaupt. Und jetzt mache ich mal einfach mal weiter mit meinem Transekt. Das Zählen der Spinnen. Mit dieser kleinen Steigerung wird auch noch lustig werden in der Nacht. Aber das kriege ich irgendwie schon mal hin.
Jetzt bin ich fertig mit der Erstellung des Transektes. Wir haben jetzt 28 Grad Celsius hier und sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Naja, auf jeden Fall bin ich von dem Ganzen ziemlich verschwitzt. Das ganze T-Shirt ist klitschnass. Außerdem bin ich voller Pflanzenpartikel und Humus und so weiter, weil ich ja zwischen Pflanzen, unter Pflanzen, unter Baumstümpfen und so weiter durchgekrabbelt bin. Gerade neben mir habe ich jetzt auch eine wunderschöne kleine Schabe gefunden. Die Diversität hier von Schaben in Costa Rica ist ziemlich hoch, wie ich finde. Diese eine ist hier schön gesprenkelt.